Liebe Leute, ein neuer Monat ist angebrochen und damit wird es Zeit, mal reinzuschauen, was uns denn alles so auf Amazon Prime Video im April 2021 erwartet, also für Prime-Kunden komplett mit inkludiert sein wird. Natürlich gibt es darüber hinaus auch noch vieles, was man kaufen und leihen kann, aber darum soll es wie immer hier bei dieser Vorschau nicht gehen. Meine Highlights im April sind John Wick, Cowspiracy, Gold, Wonder Woman, Schwarze Adler, American Sniper, Stay the Climb und American Beauty. Und damit fangen wir direkt beim heutigen 1. April an und ich hoffe, ihr wurdet noch nicht allzu viel reingelegt. Ab heute gibt es auf Amazon Prime Video unter anderem John Wick anzuschauen. 2014er Start der Action-Franchise-Reihe mit Keanu Reeves, weltweit extrem beliebt und erfolgreich, und John Wick ist der Charakter, der Profikiller war, eigentlich im Ruhestand ist, seine Frau ist verstorben, aber der Hund ist noch ein gemeinsames Andenken. Als der aber getötet wird, schwört John Wick Rache und greift zu alten Waffen und bricht einen neuen Krieg vom Zaun. Das ist John Wick. Dann hätten wir Hotel Transylvanien 2 ab heute, da im zweiten Teil von den bisher drei Teilen darf im Hotel von Graf Dracula auch aus menschlicher Sicht eingecheckt werden. Das führt zu besseren Geschäften, aber im eigenen Familienkreis ist sich der Graf nicht ganz sicher, ob denn die Abstammungslinie so ist, wie er sich's wünscht. Er versucht, das Monsterhafte aus seinem Enkelkind herauszukitzeln. Dann gibt es ab heute noch mit LOL Last One Laughing, den deutschen Ableger der Showreihe, in der Comedians in einem Raum viele Zeit miteinander verbringen müssen und immer wenn jemand lacht, fliegt er oder sie raus aus der Runde. Ist nicht eine deutsche Erfindung dieses Format, aber hier gehostet von Michael Bulli Herbig und ein Amazon-Format. Ebenfalls gibt es ab heute noch die erste Staffel von Containment anzuschauen auf Amazon Prime Video. Ist eine US-Drama-Thriller-Serie, in der es um einen tödlichen Virus geht, der in Atlanta ausgebrochen ist. Es wird eine Quarantänezone eingerichtet. Es geht um Menschen, die von ihren Geliebten getrennt werden, aber gleichzeitig auch die Geschichte der Behörden, die ringsrum agieren. Das ist Containment. Für alle Fans von Chuck gibt es Staffel 1 bis 5 ab heute auf Amazon Prime Video inkludiert. Die Serie lief von 2007 bis 2012 und von Krypton gibt es noch Staffel 1 und 2. Erzählt die Geschichte 200 Jahre vor Superman und rund um Zach-El, der seines Ranges beraubt wird, mit seiner Familie in die Slums in Krypton ziehen muss, aber von einem Erdenbewohner der Zukunft einen Sonnenstein überreicht bekommt und die Aufgabe nach der Festung zu suchen. Das ist Krypton Staffel 1 und 2 und für die kleineren gibt es noch von der kleine Drache Kokosnuss Staffel 2 Teil 3 ab heute. Ab morgen, dem 2. April, gibt es mit Army of One eine 2017er Direct-to-DVD-Komödie und Drama mit Nicolas Cage und Russell Brand, in der Zimmermann Gary Faulkner nach den Anschlägen von 9-11, also am 11. September 2001, deprimiert ist von seiner eigenen Regierung, die es nicht schafft, Osama bin Laden zu fangen, und mit einem Samurai-Schwert begibt er sich selbst nach Pakistan, um seine Mission, ihn zu finden, abzuschließen. Ebenfalls ab morgen gibt es noch Vorstadt-Krokodile 1 bis 3 und Meine Freundin Conny, Geheimnis um Kater Mau. Das ist ein Animationsfilm aus dem letzten Jahr, in dem Conny zusammen mit dem Kindergarten die erste Fahrt macht, ohne die Eltern, aber Kater Mau als blinder Passagier dabei ist, und das führt zu einem Chaos, weil der Ort, wo sie hinfahren, in einem kleinen Schloss, die Bewohnerin eine Tierhaarallergie hat. Ab dem 3. April gibt es mit Snitch ein riskanter Deal, den 2013er Actionfilm mit Dwayne Johnson und Susan Sarandon. Erzählt die Geschichte eines Vaters, der für seinen Sohn, um diesen aus dem Gefängnis zu bekommen, als Undercover-Agent agiert und sich in sehr gefährliche Kreise begibt. Den fand ich damals tatsächlich nicht schlecht. Eine der besseren schauspielerischen Leistungen von Dwayne Johnson. Und ab dem 3. April gibt es noch mit Blutsbrüders die 2011er Musik-Drama-Kombination mit Sido. Ab dem 4. April gibt es mit Bad Samaritan eine Direct-to-D-Veröffentlichung und Thriller von 2018, in der Derek Autos parkt und sein Kumpel Sean und derzeit in Häuser einbricht von den Leuten, die hier gerade essen sind. Dabei machen sie fette Beute, aber einmal trifft Sean auf eine junge Frau, die angekettet ist, und der angesehene Mann, dem das Haus gehört. Erstmal will man diesen beiden Dieben nicht glauben, wenn sie erzählen, was da passiert, und auf einmal haben sie einen Killer auf der anderen Seite, der Jagd auf sie macht. Ebenfalls ab dem 4. April gibt es noch mit All Inclusive eine Komödie von 2009 mit Vince Vaughn und Jason Bateman. Die war leider damals nicht gut, und noch die Legende von Tomores Schlacht gegen Persien, eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung vom letzten Jahr und Drama. Historischer Kriegsfilm, erzählt die Geschichte der jungen Häuptlingstochter Tomires, die als Kind von Kriegern großgezogen wird, nachdem ihre Familie getötet wurde, zu einer Königin avanciert, aber in einen Hinterhalt gerät und sich auf einmal in einer Schlacht gegen eine Übermacht Persiens gegenüber sieht. Ab dem 5. April hätten wir noch Girl on the Train. Das ist ein Thriller von 2016 und Buchverfilmung mit Emily Blunt.
Blunt, die jeden Tag den gleichen Zug nimmt, auch nach der Scheidung ihres Mannes, immer noch in dem alten Haus vorbeifährt. Das ist ja traurig und um sie abzulenken, beobachtet sie immer wieder ein Paar. Eines Tages wird sie Zeuge von etwas Schrecklichem. Das ist Girl on the Train. Ebenfalls noch hätten wir ab dem 5. April Framing Britney Spears, Amazon Original Doku, über Britney Spears und 13 Jahre Vormundschaft durch ihren Vater, wie sie auf ihr Vermögen nicht zugreifen konnte, wie Fans und Medien darauf reagieren. Das gucke ich mir ehrlich gesagt an, da bin ich gespannt drauf. Habe es aber noch nicht gehighlightet, weil... Doch, habe ich es gehighlightet? Muss ich mal kurz gucken. Nicht gehighlightet, weil ich mir da nicht ganz sicher war, wie das wird. Dann hätten wir ebenfalls noch Grandma's Boy, eine Amazon Original Komödie, in der es um Alex geht. Der ist 36 und Spieletester in einer Spielefirma, nicht besonders angesehen, verliert seine Wohnung, weil sein Kumpel 6 Monate Miete auf den Kopf gehauen hat in einem, sagen wir mal, etwas amoröseren Geschäft. Und er sucht eine neue Wohnung und das gestaltet sich sehr schwierig. Und letztendlich landet er in der Dreier-WG seiner Großmutter und das ist Chaos pur. Und dann gibt es seit dem 6. April noch den Familienkrimi Max und die wilde 7 vom letzten Jahr. 7. April gibt es Ask the Dust, ist ein romantisches Drama mit Selma Hayek, Colin Farrell und Donald Sutherland von 2016. Und ab dem 8. April 47 Ronin, das war ein Martial Arts Fantasy Film mit Keanu Reeves von 2014. Ist, glaube ich, auch bei Netflix parallel zu sehen, in dem 47 Samurai Rache schwören. Der war damals aber nicht wirklich gut. Am 9. April hätten wir mit Them eine Amazon Original Dokumentation Serie bzw. Anthology, die limitiert sein soll, in der eine schwarze Familie in eine komplett weiße Nachbarschaft in Los Angeles zieht und irgendwie sind da böse Kräfte am Werk. Es ist vielleicht so ein bisschen Mystery Horror angehaucht. Für alle Fans von The 100 gibt es ab dem 9. April noch Staffel 1 bis 7 komplett auf Amazon Prime Video anzuschauen und noch die erste Staffel von Swamp Thing, Drama- und Horror-Fantasy-Reihe aus der DC-Welt von 2019, in der ein tödliches Virus in den Sümpfen von Louisiana tobt und es kommt zu fürchterlichen Entdeckungen. Am 11. April gibt es Blackwater Abyss, eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung vom letzten Jahr, so im Action-Horror-Bereich anzusiedeln, der eine Gruppe von Freunden bei einem Unwetter in Nordaustralien sich abseilen in ein unterirdisches Höhlensystem. Problem ist nur, das Wasser steigt und da unten gibt es Krokodile. Ab dem 12. April gibt es für alle Fans von Fear the Walking Dead Staffel 6b auf Amazon Prime Video inkludiert. Dann noch Fast and Furious Hobbs and Shaw, den Ableger der Fast and Furious Reihe mit Dwayne Johnson und Jason Statham, der auch relativ unterhaltsam war. Mit Marie Curie, Elemente des Lebens, noch ein Biopic vom letzten Jahr rund um Marie Curie, ihr Leben mit ihrem Mann Pierre Curie. Sie ist ja zweifache Nobelpreisträgerin, Rosamund Pike hier in der Hauptrolle, war ganz okay. Und noch die Doku, die ich gerne empfehlen möchte, nämlich Cowspiracy, eine Dokumentation, die sich mit der industriellen Landwirtschaft bzw. Viehwirtschaft beschäftigt und wie zerstörerisch diese für die Umwelt, aber auch die Gesundheit ist. Cowspiracy, eine der beeindruckendsten Dokumentationen unter anderem, die ich so kenne. Ab dem 13. April gibt es mit Gold einen Film, den habe ich im Kino sehr gemocht, mit einem sehr geilen Score von 2017 mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Und der spielt in diesem Thriller-Abenteuer-Mix Kenny Wells, der den Firmenbetrieb einer Mine komplett runtergewirtschaftet hat, komplett pleite ist, aber träumt eines Nachts von einem Ort und gelangt in einen absoluten Goldrausch und Goldwahnsinn. Ich mochte Gold, ab 13. April auch auf Amazon Prime Video anzuschauen. Dann gibt es noch Wie durch ein Wunder, ein romantisches Drama von 2010 mit Zac Efron. Das war aber wirklich nicht gut, aber kommt trotzdem raus. Am 14. April hätten wir mit The Festival die Geschichte von Nick, der seine Trennung überwinden will, an dem er mit einem 3-tägigen Musikfestivalbesuch versucht zu vergessen, dass er jetzt eben Herzschmerz hat. Und ab dem 15. April gibt es mit Schwarzer Adler eine Amazon Original Dokumentation, wo ich gespannt bin, wie gut diese ist, weil diese beschäftigt sich mit schwarzen Fußballerinnen und Fußballern und ihr Leben in Deutschland, auch wenn sie Nationalmannschaft spielen, die Hürden, die ihr im Weg liegen. Es geht natürlich auch um Rassismus. Das ist Schwarzer Adler, bin ich gespannt drauf. Dann gibt es noch Wonder Woman, die DC Extended Universe Verfilmung mit Gal Gadot aus dem Jahre 2017 von Patty Jenkins inszeniert, damals ja ein weltweiter Erfolg, auch von Kritikern sehr gemocht. Und für alle Pretty Little Liars Fans ab dem 15. April Staffel 1 bis 7 und Pretty Little Liars The Perfectionists, die erste Staffel. Ab dem 16. April gibt es dann Legend of Tarzan auf Amazon Prime Video inkludiert mit Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz. Damals im Kino die Verfilmung eher ein bisschen schwierig, habe ich deswegen jetzt nicht mitgehighlightet. Ab dem 17. April hätten wir dann aber American Sniper, das 2015er Biopic und Kriegsfilm von Clint Eastwood mit Bradley Cooper rund um Chris Kyle, dem US Navy SEAL und Scharfschützen. Damals ja auch so ein bisschen umstritten bei den Oscars, aber definitiv auch ein Film, den ich froh bin, mal gesehen zu haben. Also auch mit gehighlightet.
highlightet das Ganze. Ab dem 18. April hätten wir dann einen Horror-Thriller namens Follow Me. Der kam letztes Jahr raus. In dem geht es um Influencer Cole, der sein 10-jähriges Jubiläum auf Social Media feiert und sehr erfolgreich ist und sich auf einen Trip nach, ich glaube, Russland war es, begibt, zusammen mit Freunden und dort in einem sehr speziellen Escape Room landen wird. Am 19. April hätten wir mit Winchester das Haus der Verdammten, ein Horror- und Biopic-Film von 2018 mit Helen Mirren und Jason Clarke, in der es um Sarah Winchester geht, die Erbin des großen Winchester-Clans, Waffenhersteller, die ein gigantisches Haus hat, auf jeder Ebene hunderte Räume verwinkelt mit Fluchtwegen, weil sie glaubt, dass die Geister derjenigen, die durch ihre Waffen gestorben sind, sie verfolgt und deswegen baut sie wie ein Labyrinth in dieses Haus ein. Habe ich tatsächlich im Kino nicht gesehen, könnte vielleicht interessant sein. Am 20. April hätten wir mit Schlingensief in das Schweigen hineinschreien, ein Biopic vom letzten Jahr rund um Regisseur Christoph Schlingensief und mit Stay, den 2015er Thriller- und Dramafilm mit Ewan McGregor, mit Naomi Watts und Ryan Gosling. Dann gibt es am 21. April mit 3096 Tage den 2013er Kinofilm und Drama, damals von Konstantin Film, glaube ich, die Geschichte rund um Natascha Kampusch, ihre Entführung und Gefangenschaft im Kellergewölbe. Fand ich auch eher durchwachsen, den Film. Am 22. April gibt es dann Heiter bis Wolkig, eine deutsche Rom-Com mit unter anderem Max Riemelt, Anna Fischer, Elias Mbarek und mit The Propaganda Game, der nordkoreanische Traum, eine Dokumentation über Nordkorea von innen nach außen, über einen Kontakt eines Regisseurs, der es ihm ermöglicht, dort einen Einblick zu gewinnen, bei dem er trotzdem nie sicher sein kann, ist das jetzt hier die Wahrheit, die abgebildet wird oder nicht. Ab 23. April gibt es mit The Climb dann eine Komödie bzw. Drama aus dem letzten Jahr. Die erzählt die Geschichte von Mike und Kyle, die sehr gute Freunde sind, auf einer Radtour. Erklärt der eine dem anderen, dass er eine Affäre mit dessen Frau hatte, aber noch bevor die beiden sich kannten. Trotzdem ist die Stimmung dahin. Es kommt zu einem Zwischenfall, einem Krankenhausaufenthalt und eine Geschichte, die so nicht vorhersehbar ist. The Climb fand ich spannend, habe ich deswegen mit gehighlightet. Ebenfalls gibt es ab 23. April noch den Horrorfilm The Vigil, die Totenwache, in der Yavok sich Geld dazu verdient, indem er die Totenwache übernimmt, aber es kommt zu sehr merkwürdigen Ereignissen. Der war auch nicht schlecht und mit dem Sams in Gefahr, den 2013er Familienfilm, ebenfalls noch ab dem 23. April. Einen Tag später dann American Beauty, das Drama von Sam Mendes von 2002 mit Kevin Spacey und Annette Bening. Es geht um die Vorstadt, das Leben dort, teilweise wie eine Satire und die Geschichte von Lester Burnham, der das Leben in seiner Ehe nicht toll findet, seinen Job nicht toll findet, kündigt, sucht einen verantwortungslosen Job. Es geht um dessen Sohn, um die Liebe zu einer Nachbarin. Es geht um Lebens- und Sichtweisen und um viele verschiedene Geschichten, auch in der Immobilienwelt beispielsweise. Ein einzigartiger Soundtrack und eine Geschichte, die auch Filmgeschichte geschrieben hat, American Beauty definitiv gehighlightet. Ebenfalls ab dem 24. April gibt es mit Aus dem Nichts den 2017er Thriller- und Dramafilm von Fatih Akin und Diane Kruger, war ja auch Golden Globe nominiert, in dem es um Katja geht, die ihren Mann und ihren Sohn bei einem Bombenanschlag verliert, zunächst in das Rechtssystem Deutschlands vertraut und dann völlig erschüttert sein wird. Und mit Zauber der Liebe gibt es noch eine 2018er Direct-to-DVD-Veröffentlichung, romantisches Drama mit Morgan Freeman und Rick Kinnear. Am 25. April hätten wir den Film Der Mann, der niemals lebte, mit Leonardo DiCaprio und Russell Crowe, inszeniert von Ridley Scott, auch Mark Strong mit dabei, war ein Action-Spionage-Thriller 2008 und erzählt die Geschichte eines CIA-Agenten, der undercover im Nahen Osten arbeitet, immer wieder über Satellitenstationen verbunden ist mit einem Vorgesetzten, verkörpert eben von Russell Crowe, und eine Reihe von Bombenanschlägen, die in Europa ausgeübt werden, und die Frage, was steckt dahinter? Eine Infiltration, die wahnsinnig gefährlich ist. Ich mochte den Film damals. Am 28. April kommt dann noch Ender's Game mit Harrison Ford und Asia Butterfield, war 2013 eine Science-Fiction-Action-Nummer, in der die Erde von Außerirdischen angegriffen wird. Man versucht, sich gegen eine neue Invasion zu wappnen, deswegen auch in einer elitären Armee junge Leute rekrutiert mit besonderen Fähigkeiten, unter anderem darin Ender. Am 29. April gibt es mit Hauptsache die Chemie stimmt noch eine 2014er Direct-to-DVD-Romcom mit Sam Rockwell und Olivia Wilde. Und dann kommen wir zum Ende. Am 30. April hätten wir mit Run eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung, die dieses Jahr rauskam, mit Sarah Paulson, die eine Mutter spielt und die Liebe zu ihrem Kind, die dann definitiv doch sehr übergriffig und gefährlich sein kann. Mit Tom Clancy's Gnadenlos noch ein Amazon Original mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle, der hier Senior Chief John Kelly spielt und Rache schwört, nachdem russische Soldaten seine schwangere Frau umgebracht haben, aber er gleichzeitig auf einen Komplott trifft, dass die USA und Russland in einen Krieg stürzen könnten. Und mit Voyagers, eine Amazon Original Verfilmung mit Colin Farrell unter anderem, in dem die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht und eine Gruppe junger Menschen auf eine Mission geschickt wird, einen neuen Planeten zu besiedeln. Aber auf dieser Reise sind die
diese jungen Leute eigentlich auf Intelligenz und auf Gehorsam getrimmt, entdecken sie aber auch ihre einfachen und primitiven Instinkte. Das führt zu Chaos, Lust und zu Gefahr, die von innen droht. Und damit sind wir durch Amazon Prime Video. Im April war eine ganze Menge meiner Highlights: John Wick, Conspiracy Gold, Wonder Woman, Schwarzer Adler, American Sniper, Stay the Climb und American Beauty. So, damit sind wir durch. Ich hoffe, das war's dabei, wo ihr euch darüber freut. Das wäre das Sinnvollste. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.